Herzlich willkommen, Tag 2 der Gulasch-Programmiernacht Nummer 21. Ihr befindet euch im Vortragssaal. Wer von euch hat einen Funkamateur, eine Funkamateurin als Freund, Bekannter oder ist selber? Oh, viele Hände. Wow. Genau. Wie man das Funkspektrum sauber hält, was man vielleicht beachten sollte, nicht tun sollte, wird uns jetzt hoffentlich gleich die wunderbare Sarah erzählen bei Einführung in EMV-gerechtes Elektronikdesign. Bitte einen großen Applaus. Ja, danke. Ich hatte mir im stillen Kämmerlein gedacht, so, ich lehne mich mal nicht so weit aus dem Fenster und hatte vielleicht bei der Talk-Einreichung vergessen zu sagen, das sollte eher so an blutige Anfänger gehen. So von wegen, ja, meine Arduino-Schaltung und blablub und warum und so. Und naja, wenn hier so viele Funkamateure sind, ich habe mein Rufzeichen verloren. Ich war mal Delta Oscar 1 Lima Juliet Juliet. Wer bin ich? Ich bin Sarah, ich bin ein paar Tage älter, deswegen habe ich schon 48 Jahre irgendwie Dinge mit Strom auf dem Buckel. Ich fing irgendwie so mit 5 Jahren an und irgendwie so den Lötkolben in Papas Werkstatt entdeckt und irgendwie Bauteile und irgendwie dann war es um mich geschehen. Ich glaube, mit 3 Jahren hatte ich dann auch meine Steckdose gefasst, weil ich irgendwie mit so Metallstäben eine Lampe bauen wollte. Ich weiß nicht, ob es da passiert ist oder wie dem auch sei. Ich mache mein Leben lang mit Dinge mit Strom. Ich habe es dann mal so Sozialwissenschaften probiert und dachte, ich müsste irgendwie Soziologie und Politik und sowas machen, was mich auch total interessiert, aber dann doch nicht beruflich. Und bin dann nach einem kleinen Schlenker wieder reumütig zurück in die Elektronik, in die Elektrotechnik. Da arbeite ich jetzt ungefähr seit größer 20 Jahren, habe eine Lehre bei Dräger gemacht in Lübeck zur Industrieelektronikerin und dann soziale Dinge und dann nach Karlsruhe gekommen und dann irgendwie bei so einem Mittelständler in Karlsruhe gelandet und dort 16 Jahre von Leiterplattenreparatur, von Service bis hin zu Entwicklung von Laserbeschriftungsgeräten mit dem ganzen Kladderadatsch von Chef kommt mit einer Idee, kannst das umsetzen und so, ja klar, baue ich dir und FPGA und solche Sachen und Laserschutzprüfung, CE und EMV und dieser ganze Schissel. So, das war so das Ende meiner Karriere in der Firma, das ging dann nicht weiter und dann kam ich auf die Idee, ich könnte eigentlich mich selbstständig machen und habe dann 2017 angefangen als Freiberuflerin mit Elektronikdesign für Kunden, die willens sind und Geld haben, irgendwie von mir Entwicklungen zu bekommen. Das mache ich seit 2017. Dann habe ich irgendwie noch vorletztes Jahr so eine GmbH gegründet, die Cyberkombinat GmbH. Da mache ich eigentlich das Gleiche weiter mit meiner Frau zusammen und wir entwickeln halt eben gegen Geld Elektronik. Und habe immer wieder so gemerkt oder gesehen, wenn halt eben irgendwelche Leute so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis da irgendwas gebaut haben und das war dann halt eben so ein heilloses Gefrickel und ich dachte, um Gottes Willen, nein, mach es bitte richtig. So 10 Meter Kabel, ja, I2C geht doch über 10 Meter. So. 10 Meter Kabel dann direkt in den Mikrocontroller rein oh. Und ohne jeglichen Schutz. Und ich hatte dann vor einiger Zeit Kontakt mit Leuten gehabt aus einem FabLab, nicht aus dem in Karlsruhe, aus dem anderen. Und wir unterhielten uns da über einen Laser. Ich weiß nicht, ob du hier bist, aber naja. Das war halt eben so der Auslöser für mich, da irgendwie so einen Talk draus zu machen. So, wie kann man Dinge halt eben sinnvoller machen? Ich weiß, es gibt einige Leute, die gestandene Ingenieure sind, die wahrscheinlich von mir irgendwie, ich weiß nicht, was erwarten. Das ist tatsächlich nicht für euch. Wenn ihr euch unterhalten lassen wollt, bitte be my guest. Wir können nachher auch noch ein bisschen quatschen und ein bisschen Tech-Talk machen.
was die Thematik angeht, das ist ein elendig weites Feld. Es ist unfassbar spannend. Und wenn es dann in höhere Frequenzen geht und Gigahertz und keine Ahnung was, das ist also, ist es eine pure Freude, ist es allerdings auch so ein paar dicke Bretter zu bohren dann, die ich in diesem Talk nicht, wo ich den Bohrer nicht auspacken werde. So. Was ist denn das? Einstrahlungsfestigkeit oder was ist Störausstrahlung? Beispiel aus meinem Berufsleben. In der Firma, wo ich 16 Jahre gearbeitet hatte, die hatten halt eben Geräte hergestellt. Und die Geräte wurden dann die Leiterplatten dafür wurden in der Fertigung getestet. Es gab da so eine Grundleiterplatte, Stromversorgung, ein bisschen I.O. Da kam so ein Prozessorboard rein. Und dann wurde das, kam so ein, mit so einem selbstgebauten Sockel, so ein EEPROM rein, so dass die Dinger mit der Glasfläche und Keramik und so, kam so ein EEPROM rein und damit das Ding wusste, was es zu tun hatte, und da war ein Testprogramm drauf und da wurden die IOs bespaßt. Und dann am Ende grün oder rot, wie auch immer. Und immer wenn die Mädels, wer war schon mal jemand in der Elektronikfertigung? Okay, dann kennt ihr das wahrscheinlich so. Da läuft ein Radio. In der Fertigung läuft ein Radio, in den meisten Fällen. Und halt eben auch bei den Mädels, die das getestet haben und dann immer so eine Leiterplatte reingesteckt, angemacht, im Radio. Das fertige Gerät hatte natürlich EMV und CE und diesen ganzen Kram. Das war dann auch safe, das war in der Metallbüchse drin. Da kam dann auch nichts mehr rausgepfiffen. Das Radio hatte dann kein Problem mehr. Das ist ein Beispiel für Störausstrahlung von dieser Leiterplatte und mangelnde Störeinstrahlungsfestigkeit vom Radio. Da haben wir also beide Fälle. Das eine ist der Sender, das andere ist der Empfänger. Ich habe da eigentlich kein sinnvolleres Beispiel gefunden oder kein bildlicheres, aber eine andere Sache ist, im FabLab in Karlsruhe hatten wir einen Lasercutter gebaut, das ist ein Open-Source-Projekt, auf das komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, das ist ein Beispiel für ein unfassbar schlechtes Elektronikdesign. Und da gab es dann halt eben Schrittmotoren drin und eine Laserröhre, die mit 10 kV betrieben wurde und da fallen da 100 Watt optische Optik raus, da gehen ungefähr 1 kW elektrisch rein und da passieren natürlich Dinge und dann halt eben diese Leiterplatte dazu und das gab dann amüsante Effekte und da musste man Leitungen besonders legen und solche, wir haben also eine Weile gebraucht, bis das Ding halt eben einigermaßen betriebssicher lief. So nicht, dass wenn man jetzt irgendwie Laser anmacht und will fahren und dann plötzlich stürzt das Ding ab und muss das Programm neu laden oder so. Das sind solche Effekte von mangelnder elektromagnetischer Verträglichkeit. Also dass halt eben die Laserröhre oder das Netzteil halt eben ganz fürchterlich sendet auf Frequenzen, wie auch immer, dass der Mikrocontroller beeinträchtigt wird, dass da resettet wird, dass da irgendwelche Bits kippen, fehlende Informationen oder falsche Informationen eingespielt werden und das Ganze in einem uncoolen Betriebszustand letztendlich festhängt. Wie das Ganze gemessen wird und wie das Ganze nachher aussieht, das zeige ich nachher. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Funktionsgenerator gekauft, weil ich einen brauchte und einen haben wollte. Und habe da mal ein bisschen rumgespielt und ich habe auch noch einen Specki stehen und habe dann mal angefangen, so wie sieht denn was aus? Und habe dann halt eben oben links, das ist jetzt so rechteckähnliches Gebilde. Das Scope, das ist jetzt nicht das Beste, das ist halt eben so ein 100 MHz Rigol. Und das war jetzt einfach so zusammengehackt und ich hatte mir dann irgendwie noch so eine billige BNC-zu-BNC-Strippe gebaut. Und das ging dann also einmal vom Funktionsgenerator ins Oszilloskop rein, um das Bild zu schießen. Und dann von dort aus halt eben in den Specki. Und die Leute, die E-Technik machen, sehen genau, was das ist. Das sind die Oberwellen. Wir haben halt eben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nein, kann man nicht. Schade. Wie dem auch sei. Es gibt halt eben die Grundfrequenz und dann die harmonischen Oberwellen und so.
und dann auf der rechten Seite übereinander, untereinander, das ist halt eben, was so als Sinus daraus fällt. Und dann sehen wir einen großen Peak in der Grundfrequenz und dann irgendwo nochmal so, weil das Ding kein wirklicher perfekter Sinus ist, dann nochmal so eine kleine Oberwelle. Worauf ich da hinaus will, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel so einen Filter macht, so gedanklich, so ich habe hier ein Megahertz oder so und ich mache irgendwas, um dieses Megahertz da irgendwie so einzuhüllen, dass da nichts Böses bei passiert, dass dann trotzdem immer noch ein Haufen Oberwellen da sein können, die dann plötzlich irgendwie auf 150 Megahertz da irgendwie rumspuken und man fragt sich, woher das Zeugs kommt oder warum halt eben das Radio gestört wird. In diesem Beispiel, was ich eben erzählt hatte aus der Fertigung, da war ein 16 MHz Oszillator drauf. Der ist eigentlich erstmal total unverdächtig. Das ist 100 MHz Radio ist halt eben theoretisch erstmal weit weg. Aber da waren Schaltflanken und Oberwellen und das hat halt eben genau das Radio getroffen, dass es halt eben da drin gerauscht hat. Das einfach mal so als für die, die es noch nicht gesehen haben, so sieht sowas in Realität aus. Also wenn sich jemand mal Fourier, wenn das ein Begriff ist für die einigen wenigen, die das nicht beruflich machen vielleicht, so ein Rechteck besteht halt eben aus ganz, 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 ganz vielen Sinus, und man kann es in ganz viele Sinusfrequenzen zerlegen und jenseits der Grundfrequenz. Jo, das mal so ein bisschen als, man sollte es im Hinterkopf behalten. Ich mache jetzt ein gruseliges Bild. Spucktüten habt ihr hoffentlich mitgebracht. Genießt es erstmal. Also wer Schaltung lesen kann, des rechts, so die drei Dinger, da steht auch RL45 drauf, das sind Eingänge für Sensorik. Das ist diese Leiterplatte aus dem Laser. Da kommen dann so Endstops oder, also wie ein Plotter, ne? So XY, so ein Wagen und so ein Baum geht hin und her. Da sind dann irgendwelche Endstops, dann ist da der Sensor für Deckel ist offen oder geschlossen. So, das kommt aus der Ecke, dann eine Sicherheitsverriegelung ist dann halt eben mit diesen beiden Gattern, mit dem und mit dem NAND-Gatter gemacht worden. Und ansonsten geht der ganze Kram eigentlich ungebremst auf so ein Mega 168. Das ist zwar alles 5 Volt, das ist jetzt nicht 3,3 oder 1,8 oder sowas, sondern es sind noch oldschool robuste 5 Volt. Aber in der Gegend ist dann halt eben auch wiederum diese Laserröhre und sind Schrittmotoren und naja, Hoch-Omega-Pull-Down, also vergleichsweise hoch-ohmig und das Ganze halt eben. Wie haben die das im ursprünglichen Projekt gemacht? Ich weiß nicht, ob die dort Netzwerk Twisted Pair verwendet hatten oder ob die halt eben so diese klassische Telefon-Flachbandkabel gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir uns da irgendwie eine ganze Menge Störungen mit eingefangen. Und es ist zwar nett, irgendwie da so drei Adern für einen Schaltkontakt oder 4 und 2 Adern für 5 Volt und so das gemacht zu haben. Aber letztendlich hat das niemandem genützt. Diese Schaltung wurde, ich weiß nicht, kennt jemand Fritzing? Keine Scheu, kennt jemand Fritzing? Okay, diese Schaltung war in Fritzing gemacht. Dementsprechend war das Niveau von dieser Schaltung. Das Layout war ähnliches Niveau, es war fürchterlich. Ich war halt eben die Arme, die sich mit der ganzen Geschichte beschäftigen durfte, weil ich halt eben aus der Laserentwicklung kam und ich hieß es, hey Sarah, du hast doch Ahnung davon. Und ich dachte mir so, hey Laser, mein Baby. Und habe mich dessen dann angenommen, such den Platz.
Und habe dann versucht zu verstehen, was haben die da getrieben? Warum haben die es getrieben und wie? Und hatte dann halt eben diesen Schaltplan und hatte das Layout. Und in jedem richtigen EDL-Programm, also sei es Eagle oder sei es Altium oder Cadence oder Suchen oder wie auch immer, ich klicke auf einen Trace und ich kann im Schaltplan sehen, wo es ist oder umgekehrt. Und wenn ich irgendwo auf einen Trace klicke, dann wird er gehighlightet und dann heißt das Netz am Anfang vom Trace genauso wie am Ende vom Netz. Hier nicht. Also wenn ich hier jetzt auf Limit Y2 geklickt habe, im Eagle zum Beispiel oder im Altium, leuchtet dann irgendwo, wo das Signal dann reingeht, so dass das Flag, das leuchtet dann auf. Und das war also ein elendiges Gefrickel und ich habe Wutanfälle gekriegt und ich habe ein neues Board-Deal gebaut. Aber wir haben es damit halt eben angefangen. Bitte macht nicht so diese Art von Design, so dass halt eben irgendwelche Sensorik oder irgendwelche Sachen von außen so ungebremst an den Mikrocontroller rangehen. Es sei denn, ihr wisst genau, was ihr tut. Ich habe dann, ich habe das die Tage dann rausgesucht und fand das und irgendwie so die alten Schmerzen und Gedanken kamen wieder und ich dachte mir so, ja, wie würde ich denn das heute machen, jetzt mit ein paar Jahren Abstand? Also das Design stammt nicht von mir. Möchte ich nochmal betonen. Und habe dann mal so ein bisschen gelesen und geguckt, was ich finde und habe halt eben unten links, habe dann im Altium da irgendwie was zurechtgeklickert. So, das ist jetzt mal so ein Schaltungsbeispiel. Das ist so ein Serviervorschlag. Den wir haben da halt eben, wir kommen mit 5 Volt an, das kleine X dort, das ist einfach nur, um den Altium zu befriedigen. Dann geht das halt eben rein, dann kommt da irgendwo auf Pin 3 kommt halt eben, also zwischen Pin 1 und Pin 3 ist der Sensor zum Beispiel, dann geht das halt eben, kommt es erstmal auf eine TVS-Diode, die halt eben Überspannung irgendwie in Griff kriegt, ein bisschen kurz schließt. Dann haben wir einen Kondensator, der halt eben so ein bisschen das Gespraddel wegkriegt, um die nachfolgende Elektronik das ein bisschen leichter zu haben. Dann haben wir hier die Spule L2, um da irgendwie Dreck, der von innen der Schaltung kommt, dass er nicht nach draußen geht und andere Sachen, die halt eben rein wollen, dass sie irgendwo so ein bisschen in dieser Ferritperle abgefangen werden. Das Gleiche halt eben mit der Ferritperle in der Versorgung. Dass es so ein bisschen abgekapselt ist, dass da halt eben hochfrequente Störungen abgefangen und letztendlich in Wärme umgewandelt werden. Und dann halt eben erstmal einen Gatter, so einen Schmidt-Trigger, der halt eben eventuell verschliffene Flanken wieder hübsch kriegt, dass dann halt eben am Ende der Mikrocontroller dann halt eben ein sauberes Signal hat und da nicht irgendwelche halblebigen Pegel hat und wo es dann vergleichsweise lange Zeit dauert, bis sich irgendwas stabilisiert hat und der vielleicht auf komische Ideen kommt und denkt sich, hey, das ist schon, Haube ist schon geschlossen. Martin, er hat eine Frage. Magst du ihm das Mikrofon geben? So. Genau, ihr könnt zwischendrin fragen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und zwar würde ich noch einen Widerstand zwischen diesem Pin 3 und der TVS-Diode einfügen, dass falls mal eine zu hohe Spannung am Eingang ist, dass nicht ein so sehr hoher Strom fließt und die Diode kaputt geht. Zum Beispiel, ja. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das ist so eine kurz vor knapp Talk-Vorbereitung mit einem Bier im Kopf gewesen. Genau, also das zum Beispiel als guter Hinweis. Und dann der Pull-Down, den hätte ich nicht jetzt vielleicht auf 10K gemacht, sondern hätte ich ein bisschen Nieder-Omega gemacht. Dann halt eben bei dem Gatter wieder die 100 Nano. Dann eine andere spannende Geschichte, die eigentlich einen eigenen Talk irgendwie rechtfertigt, ist, was mache ich mit dem Shield von der RJ45-Buchse in diesem Fall? Also die war geschildet. Ich habe unterschiedliche Sachen gefunden beim Kunden, die dann auch mit 10 GHz rummachen und so im Automotive. Die haben dann halt eben mal so teilweise gegen Ground oder gegen nochmal ein eigenes Shield
Erdung, dann halt nochmal 100 Nano, um Hochfrequenzen kurz zu schließen und dann 22 Ohms, je nachdem, was dann die EMV sagt. Dass wenn man in der Pre-Compliance dann irgendwie Schwierigkeiten hat, dass man da halt eben nochmal so ein bisschen rumspielen kann. Genau, und das ganze andere nochmal, ich mag Wirt ganz gerne, weil die eigentlich einen ganz guten Design-Support haben und ich weiß nicht, wer hat mit Wirt zu tun, Wirt Elektronik? Ja, die sind ja auch immer mit Samples irgendwie ganz, ganz gut und so. Ich finde den Kontakt ganz angenehm und ich finde die Produkte ganz gut. Also ich habe mit denen bis jetzt noch keinen Stress gehabt. Und habe jetzt einfach mal aus einer Application Note so was rausgefischt. Was ist deren Vorschlag? Und ja klar, wir haben hier differenziell, das ist USB, dann haben wir halt eben so eine Common Mode Choke. Dann nochmal das obere Ferrit, um die 5 Volt da so ein bisschen ruhig zu kriegen und dann nochmal TVS-Dioden und ein Varistoren, ja, die TVS-Dioden für die Signalleitung und ein Varistor nochmal für die Versorgung. So, und ich finde, das sieht dann auch ganz manierlich aus. Und ich habe das häufiger schon gesehen in irgendwelchen Application Notes von irgendwelchen Mikrocontrollern, die auch USB an Bord haben. So, ja, dann nimmst du halt eben die Buchse und dann kommen Ground, D+, D- und V-Bus raus und das klemmst du halt eben direkt an den Mikrocontroller an und bist glücklich. Serienwiderstände von 22 Ohms zum Beispiel, also hier die Last RL, oder RT, die Terminierungswiderstände, die sind drin. Du kannst es direkt anklemmen. Und ich denke mir so, ja, man kann es machen. Ist die Frage, ob das gut ist. Man kann das vielleicht mal so aufbauen, wenn man gerade so ein bisschen frickeln will oder einfach nur mal eine Idee ausprobieren will oder keine Ahnung was. Oder das ist nur eine Bestückoption zum Debuggen oder wie auch immer. Aber sobald das dann irgendwie so ein bisschen ernsthafter wird, sobald die dann auch draufbleiben soll und jemand soll die benutzen und das ist nicht jemand, der das Ding auf dem Labortisch hat und da vielleicht ein bisschen scoped oder mit der Konsole drauf geht. Ja, man sollte das dann halt eben schon so ein bisschen zumachen, das Ding. Allgemein die ganzen Halbleiterhersteller und auch halt eben Wirt und auch Murata und wen gibt es da noch? Colcraft, so die Hersteller, die Littelfuse, gibt so einige, die halt eben so Absicherungen von Leitungen und von Signalen haben. Die haben teilweise ganz spannende Application Notes und da kann man ein bisschen was drüber lesen, auch in der Literatur. Auf jeden Fall machen, man wird nicht dümmer dadurch. Gibt es dazu Fragen? Vielleicht so 1, 2, 3 kurze Fragen oder so. Wir haben Zeit. Dort hinten. Was machen die beiden Bauteile beim ESD-Suppressor? Sorry, Talk für Anfänger und ich habe leider noch nie gesehen. Das ist eine TVS-Diode. Eine TVS-Diode ist so ähnlich wie eine 10er-Diode, die halt eben eine gewisse Durchbruchsspannung hat und dann einfach kurz schließt. Eine 10er-Diode, eine 5-Volt-10er-Diode und wenn du da jetzt einen Vorwiderstand und 6 Volt anschließt, dann stabilisiert sich das auf 5 Volt. Und eine TVS-Diode, wenn du da mit der Überspannung ankommst, dann leitet die. Dann macht ihn einen Kurzschluss und leitet halt eben diesen Surge, diese Störung halt eben ab. Gut. Also ist das quasi so, dass die kurzschließt, damit sie über sie sich selber nicht so eine hohe Leistung ab, also dass die ganze Leistung nicht verbrennen muss, weil eine 10er-Diode müsste ja dann den Kurzschlussstrom multipliziert mit der 10er-Spannung und die TVS-Diode schließt es dann sozusagen gegen Masse kurz. Wir reden über Mikrosekunden. Ja. Also dass ein ESD-Impuls, also du kennst das vielleicht, schlossst über den Teppich und fasst irgendwas an und ziehst einen Funken. Oder kriegst einen geballert oder sowas. Oder was weiß ich fasse meinen Laptop an,
komme in die Nähe der USB-Ports und dann kriege ich einen gezwickelt. Das blocken diese Dinge ab. Das halt eben dieser kurzfristige, da ist nicht viel Energie dahinter. Das ist einfach erstmal nur Spannung und die will dann abgeleitet werden. Und die wird dann halt eben gegen Masse abgeleitet, bevor es dann in irgendeinen USB-Controller oder Mikrocontroller oder irgendwo weiter in die Schaltung geht. Das schützt halt eben den Rest der Schaltung. Ich habe ein bisschen Jugendsünden mitgebracht. Finde den Fehler. Ich bin nicht stolz darauf. Du planst schon deinen nächsten Talk, ne? Schaltungsanalyse mit Sarah. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall immer mal ganz gut, irgendwie so die eigenen Fehler zu reflektieren und was man so im Laufe der Zeit gelernt hat. Okay, oben rechts ist die Schaltung von dem Layout unten links. Wir sehen, es ist ein Eingang, es ist ein Steckverbinder, CON 3, das geht über eine MBRS 130, das ist eine Schottky-Diode für Verpolungsschutz. Der Spannungsabfall war mir da egal, es floss nicht besonders viel Strom, von daher war das chillig. Dann ein Eingangskondensator, irgendwas Tantaliges, dann kommt halt eben der Micrel. Ich habe inzwischen vergessen, was der macht, irgendwie so Fixfrequenz oder keine Ahnung was. Das ist so ein Feldwald- und Wiesenbilligteil. Dann halt eben die Diode, dann die Spule und Spannungsteiler und Ausgangskondensator. Eigentlich ein unauffälliges Design. Als ich auf der Vorbereitung hierfür war, hatte ich halt eben nach Jugendsünden geguckt. Und das Ding ist 15 Jahre alt, 18 Jahre, 20 Jahre alt, so grob in diesem Dreh. Und da dachte ich so, ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ich hatte hier überhaupt nicht verstanden, wie Schaltregler funktioniert und wie die gestreichelt werden wollen. Was ich halt eben getrieben habe, ist, also, gibt es da eigentlich eine Mauszeige oder so? Nee, schade. Hier IC9 ist der Regler, dann haben wir rechts davon D8, das ist die Diode. Dann geht das halt eben in die Spule rein, das war eine ungeschirmte, irgendwas von Coilcraft. Dann kommt es aus der Spule raus, dann geht es von dort schon mal in die Schaltung rein, dann geht es auf den ersten Kondensator, dann geht ein Trace irgendwie zum zweiten Kondensator, dann C5 ist da irrelevant, weiß ich nicht mehr, was das war, und dann halt eben R35, R36 das Feedback. Und dann dachte ich so, oh Scheiße, ich weiß nicht, hat jemand schon mal einen Schaltregler designt? Ich weiß, wie es funktioniert, aber... Okay, Ding beim Schaltregler ist, man möchte Masseschleifen kurz halten. Man möchte eigentlich vom Eingang, diese Eingangsschleife, also der C26, so die Masse mit der Masse von dem Regler, dass es kurz wie möglich ist und dann die rechte Seite, dass diese ganzen Massen so dicht beieinander wie möglich sind und am liebsten in Polygone, also jetzt keine Traces, keine verästelten und verzweigten Leitungen, sondern einfach ein solides Stück Kupfer. Damit diese ganzen Schleifen und Stromschleifen, damit die schön beieinander sind und damit das so niederohmig wie irgend möglich ist. Das wusste ich damals einfach nicht. Die Schaltung hat funktioniert. Ich habe sie mir nie mit dem Specki angeguckt. Sie ist nie in der EMV gewesen. Das ist irgendwie eine Geschichte, die ich für mich mal gefrickelt habe. Und auch ich heutzutage würde ich halt eben gucken, dass ich die Eingangsseite noch ein bisschen hübscher mache, dass da irgendwie noch eine Filterung reinkommt. Andere Art von Überspannungsschutz und irgendwie das noch ein bisschen verriegeln und verrammeln. Und halt eben dann diese Schleifen kurz halten. Und zum Beispiel auch der Spannungsteiler fürs Feedback, dass ich den halt eben elegant damit verbaue,
zum Beispiel, dass diese Geschichte hier, dass das dann hier ein Polygon gibt und vielleicht auf dem unteren Layer halt eben das Feedback zum Regler geht oder so. Wie gesagt, das Ding hat funktioniert. Nicht schön. Ich wusste es damals nicht besser. Bis mir irgendwann mal ein Kollege gesagt hat, das halt eben mit diesen Stromschleifen, also mit den Loops da erklärt hat. Und ich so, jetzt habe ich die Dinger kapiert. Jetzt fühle ich mich safe damit. Und seitdem irgendwie meine Schaltregler funktionieren, sie stören nicht, sie streuen nicht. Ich komme noch auf eine Messung, die ich im Labor gemacht habe, eine Pre-Compliance. Genau. Erzähl. Moment, Martin. Mikrofon einfach, damit du mit im Recording bist. Also Problem an der Stelle ist dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass diese Verästelung, die man da gebaut hat, dann quasi die Antenne ist, um die Störsachen rauszusenden. Ja, anstatt wenn man dann einen Block baut, hat man halt keine Möglichkeit, wo es halt irgendwie nach außen propagiert. Das ist das eine. Und das andere ist so ein Spannungsregler. Da steckt das Wort Regler mit drin. Das ist ein Regelschaltkreis. Und die Dinge haben halt eben auch ihre Eigenschaften. Und wenn man das ungeschickt macht, dann kann das Ding auch zu schwingen anfangen. Und dann hast du irgendwie Dreck auf der Leitung. Und abgesehen davon, dass das Ripple wahrscheinlich dort irgendwie blöd ist. Ich habe da mal mir so ein paar Schaltungs- oder so ein paar Layout-Beispiele überlegt. So von nein, mach es bitte nicht so bis ja, könnte man so machen. Oben links, wenn ich mir so alte Leiterplatten angucke, so was weiß ich, 70er Jahre, 60er Jahre Computertechnik, wo dann so zwei Lagen und verästelte Power-Geschichte. Also das sind jetzt nur die Versorgungsleitungen. Dann sah das ungefähr so aus wie oben links. Wir haben halt eben, das ist auch sehr an Schaltplan orientiert, wir haben oben die positive Rail, VCC, was weiß ich, 3,3 oder 5 Volt und unten haben wir Ground. Dann gehen wir damit an die Bausteine ran. Und weil wir ja in der Nähe dann auch die Blockkondensatoren haben sollen, sagt man ja immer, packen wir die einfach mal nah ran, ne? Räumlich. Schaltungstechnisch sind die meilenweit weg. Weiß jemand nicht, was diese Blockkondensatoren bedeuten? Mutig. Okay. Wenn so ein Digitalbaustein schaltet, dann gibt es kurze Stromspitzen und die werden aus diesen Kondensatoren bedient. Die sind kurz. Das ist, wenn ihr zum Beispiel eine Push-Pull-Stufe umschaltet. Der obere leitet und dann soll der untere leiten. Also oben macht zu, unten macht auf zum Beispiel. Dann kann es sein, dass es einen kurzen Moment gibt, wo halt eben einmal von Rail to Rail Strom fließen kann. Super kurz, aber es fließt vergleichsweise mehr Strom. Und der wird aus diesen Kondensatoren, aus diesen Blockkondensatoren gespeist. Mikro, Nanosekunden, super schnell. Wenn wir jetzt diese Schleife haben von Pin 14, von IC2, dann hoch, wo die ganzen anderen Ströme gehen, runter zu dem Kondensator, das ist eine riesen Schleife. Das geht schief. Das nächste oben rechts ist schon ein bisschen besser. Da sind die schon so ein bisschen näher dran. Da ist die Schleife nicht mehr ganz so groß. Da ist also VCC an Pin 14 zum Beispiel ist schön dicht dran. Masse ist immer noch relativ weit weg. Also auch bei dem kleinen SMD-Baustein. Das sind beides SMD. Anyway. Das ist dann schon ein bisschen besser. Da ist es dann räumlich nicht mehr so weit auseinander. Dann habe ich das Ganze auf eine einseitiges Board gepackt mit einem großen Massepolygon. Da ist Masse schon mal signifikant nieder Omega angebunden, weil diese ganze Fläche, das Rote, das ist halt eben eine Kupferfläche, die einfach leitet. Und wir haben zwar die Thermals, so diese
Ditte da hier, so, ne? Die Dinger heißen Thermal, damit man das Zeugs auch löten kann. Weil sonst beim Lötprozess die ganze Wärme halt eben in die Kupferfläche verschwindet. Also abgesehen davon, die auch wieder ein bisschen Induktivität sind, ist das schon recht niederohmig angebunden. Das unten rechts, das ist dann halt eben ein zweiseitiges Layout. Auf der Oberseite habe ich jetzt, was habe ich oben gemacht? Oben habe ich Masse gemacht und auf der 2 habe ich, also auf dem Top ist Masse, auf dem Bottom ist Supply. Man kann das dann auch schön machen, jetzt hochkommen, über den Kondensator in den Baustein rein, sodass halt eben, dass da nicht nochmal irgendwie so eine komische Schleife gibt oder sowas. So, man kann es ja auch machen, dass das Via hier ist und der Kondensator hier und also das ist eine hübsche Geschichte. Und kennt jemand JLC? JLC-PCB? Die Leute machen seit einiger Zeit Via in Pad. Das ist awesome. Via in Pad ist pure Liebe. Das ist das Zeugs hier. Ich habe keine blöden Traces mehr irgendwo hin, sondern ich gehe direkt in den Baustein rein und das ist einfach mega. Es spart mir tonnenweise Platz, die Induktivitäten werden kleiner, Routing wird einfacher. Ich designe gerade so ein Cluster-Laptop und irgendwie so im Lauf des Design, des Layout-Prozesses kam die mit Via in Pad und es hat einfach alle meine Probleme gelöst. Aber das andere ist auch legit. Und wenn man jetzt mehrere Lagen hat, also JLC, ich kann es echt empfehlen, es ist unfassbar günstig und die haben eine super Qualität. Wenn ich jetzt die schon dastehe, sollte ich auch die Hand sehen, ja. Ich habe aktuell tatsächlich ein Problem mit Quad-OPs. Die haben ja mit Quad-OPs, also ja. So LM324 und Konsorten, die haben ja auf Pin 4 und 11 die Stromversorgung sitzen. Ja. Macht es da mehr Sinn, den Baustein daneben zu packen und das auf einem Layer zu routen oder macht es Sinn, den Entkopplungskondensator auf die Rückseite zu packen und das mit Vias dann zu lösen? Was ist da die bessere Lösung? Kannst du es dir leisten, doppelseitig zu bestücken? Kann ich mir leisten, da Handbestückung alles. Ja, go for it. Okay. Ich meine, dann hast du einfach nur diese 1,6 mm Via, wenn du also aus einer Plane irgendwie rausgehst nach oben oder so, dann ja, mach es. Auf jeden Fall. Gut, ein bisschen aus der Praxis. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir. Martin, wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten. Oh, okay. Ein Schwank aus dem praktischen Leben. Links sehen wir die Störausstrahlung von einem Kundenprojekt, was ich gemacht habe. Das ist, ich vergesse mal, was zickiger ist, was anspruchsvoller ist. In Industrial oder Commercial Ausstrahlung, Ausstrahlungspegel, wir haben das halt eben nach diesem höheren Standard gemacht, also nach dem anspruchsvolleren. Und irgendwie sind halt eben da rangekommen an das Limit. Also das ist jetzt das Schlimmste, was ich gesehen, was wir gemessen haben. Ich weiß nicht mehr, ob es horizontal, vertikal war und welche Richtung. Und wir hatten da so ein bisschen rumüberlegt. Also das ist eine Kunststoffkiste, da ist ein Batterielader drin, ein MPPT-Regler, der auch LiFePO lädt. Da ist ein 3-Volt-Regler drin, da ist ein Mobilfunkmodem drin, da ist ein BT-Modul drin, da ist ein LoRa-Modul drin und ein MSP430. Und dann haben wir so ein bisschen rumüberlegt und so, dann kamen wir auf die Idee, also hier CON5, da wird die Versorgung angeschlossen, da kommt ein Solarpanel dran, das geht in den MPPT-Regler weiter. Ja. Was zeigt dieses Diagramm überhaupt? Ich sehe da erstmal nur Striche. Okay, Entschuldigung. Alles klar. Got carried away. So sieht eine Messkammer aus. Ich komme auf deine Frage. Das Ding da, so dieses Solarpanel, das ist das Device under Test. Das ist das, was ich gemacht habe. Der Baustrahler simuliert die Sonne. Das da
ist eine Messantenne. Die misst das, was meine Büchse abstrahlt. Das ist eine ganz breitbandige Antenne und der Empfänger, der Spektrumanalyzer, der wird halt eben einmal durch den gesamten Frequenzbereich durchgestimmt und guckt für jeden Schritt, so wie viel Energie kommt an, wie viel Energie kommt an, wie viel Energie kommt an. Und dann landen wir bei so einem Schrieb. Also von 30 MHz bis, ist es logarithmisch, bis 1 GHz. Das heißt, jetzt hier irgendwie bei 160, 180 MHz haben wir den höchsten Peak. Das Rote ist das Limit, die rote eckige Geschichte. Das ist das Limit, über das dürfen wir nicht hinaus. Also da ist der Peak, da strahlt das Ding ab, das sendet. Okay? Sowieso, jede Elektronik, die sinnvoll irgendwas macht, ist ein Sender und auch ein Empfänger. Das Ding sendet. Dann haben wir überlegt, und ich habe hier in einem Eingangskreis, das kommt vom Solarpanel, Sicherung, spannungsabhängiger Widerstand, ein bisschen Filterung, ein bisschen TVS-Diode, Verpolungsschutz. Und dann habe ich hier zwei Ferritperlen eingebaut, die den Strom können. Und oben rechts ist das Resultat. Das Ding ist ruhig. Und der Prüfingenieur, wo wir waren, der meinte, ja, so ein bisschen über dem Rauschen der Messkammer. Irgendwie, der war total, total begeistert. Ich war es auch. Ganz rechts, die 12, das ist 868 MHz. Da hatte das LoRa-Modul einmal kurz gesendet, aber das ist legitim, weil das auf 868 MHz senden soll. Die Funkprüfung habe ich dann auch bestanden. Und was ich dann, das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein. Natürlich war ich stolz, aber was ich super spannend fand, dass ich mit diesen beiden Ferritperlen, also danach diesem Steckverbinder kam ungefähr ein halber Meter Kabel und ein Solarpanel, dass es geht, mit so einfachen Mitteln so eine Schaltung ruhig zu kriegen. Die hat nicht mehr abgestrahlt. Wir haben dann auch die Anstrahlungsfestigkeitsprüfung gemacht, sind wir auch durchgekommen. Das Ding ist uns dann nicht ausgestiegen. Kurze Frage, wurde deine Frage beantwortet? Alles klar, super. Gut, das war dann... Ja. Ich wollte nur sagen, das ist der Grund, warum viele sagen, EMV muss man halt vorher denken und nicht erst hinterher. Weil hinterher diese ganzen Filterbausteine reinzumachen oder Bauteile ist halt wesentlich komplizierter, als es von vornherein mit vorzusehen. Ja. Das ist also, in der Schaltung sind auch ein Haufen Ferritperlen drin, alles was irgendwie mit Kabel nach draußen geht oder solche Sachen. Also ich habe da versucht, so gut es geht, darauf zu achten, um das Zeugs da ruhig zu kriegen. Also auch die Choke, die Common Mode Choke, war halt eben vorher schon drin. Genau. So sieht so ein Field Day aus, so ein Tag im Labor. Wie ich eben schon sagte, das ist halt eben so eine links, das ist in der Messkammer, das ist ein hochfrequent toter Raum, der reflektiert nichts, idealerweise. Das Ding sitzt auf dem Drehtisch und wird in 90 Grad gedreht und die Antenne guckt mal vertikal und mal horizontal. Und also einmal im Kreis mit vertikal, einmal im Kreis mit horizontal. Und dann gibt es noch die Freifeldmessung, weil das ist, eigentlich macht man eine Freifeldmessung und eigentlich soll es eine Freifeldmessung sein. Man simuliert die im Labor erstmal, in der Messkammer, weil es kann ja auch regnen und doof sein. Aber man sollte dann tatsächlich nochmal rausgehen und da können wir halt eben mit dem Mast viel höher gehen und aus anderen Winkeln nochmal das, was man in der Messkammer gemessen hat, nochmal überprüfen, ob das dann tatsächlich so ist. Ich war mal in einem anderen Labor, die hatten da einfach Wiese und das war jetzt in Böblingen. Die hatten Wiese und auf dem Dorf und Drehtisch und das war echt schick. Genau, und das war so die Device under Test und dann halt eben nochmal mit der Hochspannungspistole draufgehen, um das Ding halt eben zu sehen, ob das Ding auch ESD-safe ist. Wenn ihr so eine Prüfung macht, die ESD-Prüfung kommt als letztes dran. Es kann sein, dass das Gerät dabei stirbt.
uns war tatsächlich so ein Ultraschallsensor dabei gestorben. Das macht man dann zum Schluss. Gut, wie macht man es besser? Lesen, 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 lesen. Application Notes lesen. Layout Guidelines lesen. Wenn man irgendwas mit einem Schaltregler macht oder irgendeinem anderen Baustein, Layout Guidelines angucken. Versuchen zu verstehen, was meinen die, wie funktioniert was. Dann, was mir super geholfen hat, ist, was ein unfassbar spannendes Buch ist, ist von Franz, EMV, störungssicherer Aufbau elektronischer Schaltungen. Da sind auch super spannende Geschichten dabei, wenn man jetzt denkt, so, ich nehme einen Blockkondensator von 100 Nano und ich mache noch einen mit einem Mikro parallel und nochmal mit 10 Pico parallel. Das wird super. Man handelt sich da eine ganze Menge spannender Effekte ein und super spannende Impedanzverläufe und dann plötzlich ist in einem Frequenzbereich, den man eigentlich weghaben möchte, den man rausfiltern möchte, ist plötzlich die Impedanz am höchsten und man kriegt das Zeugs nicht weg. Auf der anderen Seite, wenn man die Bauteile geschickt wählt und irgendwie so einmal 100 Nano für normal und dann hat das Ding aber noch 2,4 Gigahertz, weil es irgendwie so ein Mikrocontroller ist, der BT macht, kann man nochmal gucken, da irgendwie was parallel zu schalten, was halt eben genau im 2,4 Gigahertz-Bereich eine möglichst niedrige Impedanz hat. Dann Masse. Benutzt jemand ein Altium? Altium Designer? Okay, Stitching kennt ihr. Signal und so Stitching. Also ansonsten für die, die halt eben Eagle machen oder ein Keycut, ich weiß nicht, ob es das dort beim Eagle inzwischen gibt, einfach ganz, ganz, ganz viele Masse-Vias, um die Masse-Planes möglichst niederohmig miteinander zu verbinden. Das macht so viel Unterschied, das macht das Zeug so ruhig. Ansonsten, wie ein alter Kollege mal sagte, verriegeln und verrammeln, also TVS-Dioden, VDRs, Ferritperlen, steht in der Literatur drin. Und ansonsten, ja, Masseflächen, falls ich das nicht schon erwähnt habe, also ganz viel Masse und lesen. Genau. Ich danke euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Martin, du machst das. Wenn ihr Fragen habt, dann go. So, danke erstmal. Eine Frage und zwar, welche Bauteile man braucht, ist die eine Frage, aber die Dimensionierung ist ja die zweite. Wenn ich jetzt nicht das Geld habe, mir einen 5000 Euro Spektrum-Analyzer zu holen, mir Nahfeldsonden und sonstiges zu kaufen, um das dann zu finden, gibt es irgendwelche einfachen Möglichkeiten, um zumindest mal, ich sag mal, leitungsgebundene Störabstrahlungen identifizieren und finden zu können? Damit ich weiß, okay, in welchem Frequenzbereich bewegt sich meine Störung, wie hoch ist die? Das Einfachste, würde ich sagen, ist, du gehst in ein Labor. Ich hatte mit meinem Wirt-Sales da neulich drüber gequatscht. Die Wirt hat vergessen, wo die sitzen. Die sitzen irgendwo in Baden-Württemberg Richtung Nürnberg an der Künzelsau sitzen die. Die haben ein EMV-Labor und machen Pre-Compliance-Test. Und das kostet, ich glaube, 300 Euro die Stunde. Und dann zahlst du da ein paar hundert Euro und kannst das mal in die Messkammer tun und dann zumindest mal sehen, wie pfeift es besonders. Und also ich denke, der Aufwand lohnt sich dann erst, wenn man kommerziell macht, da muss man das sowieso machen für CE. Man sollte es sowieso machen, sehr, sehr empfohlen. Also erst Pre-Compliance-Test machen, also einmal mit dem Ingenieur da drüber gehen und mal gucken und dann macht man die Änderung und dann geht man wieder hin und dann sagt man, jetzt machen wir die Messung und die ist dann auch teurer und dann gibt es auch ein Messprotokoll, ein amtliches. Aber so Pre-Compliance kann man halt eben auch in einem nicht akkreditierten Labor machen und das ist dann günstiger und einfach mal gucken, EMV-Messlabor oder sowas.
würde ich empfehlen, wenn du deine Elektronik auf die Menschheit loslassen willst, als Open-Source-Projekt oder sowas. Also mit meinem Laptop, denke ich, werde ich auch mal in die Messkammer gehen und einfach mal schauen, was da passiert. Einfach auch aus Neugierde und um selber besser zu werden. Bitte? Nano-VNR, ja, super. Ja, danke. Es gibt für kleines Geld, kann der Specki? Ich weiß. Ja, also SDR oder es muss nicht irgendwie so ein Messgerät sein mit Display und Knöppelkiss und so. Ja. Ach so. Wir haben Zeit, also ihr dürft gerne noch Fragen stellen. Ja, dann gehe ich das mit. Ich habe eine Frage zu der Überspannungsableitung. Wenn du jetzt sagst, man ist ESD-mäßig aufgeladen, warum macht man das nur in die eine Richtung? Also woher weiß man, weißt du, wie ich meine, ob man jetzt halt vom Potenzial her Übermasse ist oder Untermasse? Also eine TVS-Diode ist in eine Richtung wie eine normale Diode mit einer Vorwärtsspannung von 0,6, 0,7 Volt. Und in die wird in Sperrrichtung betrieben wie eine 10er-Diode. Das heißt, die leitet es dann, ob ich jetzt da drüber oder drunter bin, die würde es beides ableiten ja, mit einer gewissen Spannung. Ja, also wenn du drunter bist, dann wird es halt eben, hast du da so ein paar hundert Millivolt-Hub und wenn es drüber ist, dann wird es kurz geschlossen. Also okay, also die 5 kV, die kommen quasi nicht durch sozusagen, egal in welche Richtung das jetzt ist. Im Prinzip ja. Okay. Noch Fragen? Ich komme. Also ich sage im Prinzip ja, weil irgendwas ist immer und es ist Elektronik. Ja. Genau. Das habe nämlich ich. Okay, bitte. Ja, vielen Dank. Also ich habe dich eben richtig verstanden, dass wenn man sich auch mal Datenblätter oder Referenzimplementierung der Hersteller anguckt, die auch nicht perfekt sind. Weil gerade das erlebe ich, dass da gerne eine Referenzimplementierung drin ist, dann baue ich die so auf und jetzt sagst du, na, da könnten die ein oder anderen Bauteile doch noch dazu und das lerne ich dann nur zum Beispiel aus der Literatur, weil da Empfehlungen sind. Ja. Ich habe den Fall gehabt in einem Projekt, da war ein von ST, ein, ich komme nicht mehr auf die Familien, STM32-Kern mit einem BTLE-Teil. Und es gab einen Referenzboard dazu. Das war dann halt eben die Blockkondensatoren, das waren irgendwie eine Mikro und oder es waren 100 Nano und irgendwie 10 Pico oder irgendwie sowas, so eine Kombination. Und der Kunde hatte das halt eben umgesetzt, so 1:1. Er hatte die Schaltung, so wie sie ist, kopiert in Tage 3000. Nicht machen. Tage 3000 abgemalt, so wie sie war, inklusive dem Antennenmatching, was halt eben einfach nicht funktionierte. Und dann haben wir da mit dem Antennenmatching rumgespielt und das einigermaßen ruhig gekriegt, dass halt eben nicht irgendwie das Matching gestrahlt hatte, sondern tatsächlich die Inverted F-Antenne. Und dann gab es aber immer noch Probleme. Und dann hatte ich mir halt eben diese Ablock-Geschichte mal ein bisschen genauer angeguckt und gedacht so, da fehlen ganz, ganz, ganz wichtige Sachen dabei. Welche Kondensatoren haben die verwendet? Ich weiß nicht, ob ich das gerade irgendwie auf die Reihe kriege. Nee, ich bin im Flugzeug. Ich lasse das. Es gibt von Wirth, gibt es auf der Seite, irgendwo auf der rechten Seite, Red Expert. Wenn man sich so ein bisschen durchklickert, dann kommt man irgendwann auf Red Expert. Und dort kann man die ganzen Kennlinien, soweit vorhanden, zu den Bauteilen anschauen. Und dann kann man halt eben gucken, ich habe hier 10 Pico und wie ist der Impedanzverlauf? Wo hat das Ding sein Impedanzminimum? Und jetzt in diesem Fall von dieser 2,4 GHz-Schaltung, die im BT macht, kann ich halt eben gucken, dass ich möglichst nah mit meinem Impedanzminimum an dieser Störung, die 2,4 GHz sollen über die Antenne, aber nicht im Rest der Schaltung unterwegs sein. Dass ich halt eben so das Ganze abblocken kann. Diese Information fehlte in dieser Application Note und in dieser Schaltung. Die haben halt eben das Eval-Board kopiert und im Layout so ein bisschen klein gemacht. Und
Wir wollten das ausprobieren, dann ist denen allerdings der Investor abgesprungen und ist die Kohle ausgegangen. Das heißt, wir haben dieses Experiment nicht mehr machen können. Das Datenblatt war nicht vollständig. Und da waren noch so ein paar andere Sachen drin, wo ich dann dachte, seid ihr euch sicher? Aber na gut. Nicht einfach eins zu eins nachmalen und ohne nachzudenken. Elektronikdesign hat immer mit mega viel Nachdenken zu tun. Man muss halt eben so ein bisschen überlegen und vielleicht auch mal simulieren. Eine Frage noch. Suppressordiode oder Varistor? Wann nehme ich eigentlich was? Geht es dann nur um diese parasitäre Kapazität oder hat es noch weitere Gründe? Das kommt drauf an, was du machen willst. Das, was ich hier getan hatte, das war ja, wo ist meine Maus? Kriege ich die jetzt nochmal gestartet? Was ich getrieben hatte, war, das Ding hängt draußen und ich hatte mein Hauptaugenmerk auf Blitzschutz gehabt. Das heißt, die TVS-Diode nimmt was weg und der Varistor nimmt was weg. Die TVS-Diode war vom Pegel her niedriger als der Varistor. Ich glaube, der war irgendwie bei 56 Volt und die TVS-Diode bei 30. Die haben unterschiedliche Charakteristiken. Einen Varistor, den kann man ein paar Mal quälen, kann man ein paar Mal mit Überspannung beaufschlagen, dann wird er aber mürbe und dann mag der irgendwann nicht mehr und dann fängt er an zu leiten oder nicht mehr durchzuschalten. Ich weiß es nicht mehr. Und eine TVS-Diode ist es ein Halbleiter und Halbleiter und Energie und Wärme und dann tot. Also auf der anderen Seite, wenn du jetzt eine HDMI hast, dann willst du eine TVS-Diode haben, die eine ganz, ganz, ganz geringe Kapazität hat, um deine Signalintegrität zu behalten. Dann nimmst du nicht irgendwie, was habe ich da eingebaut, SMB-J28, irgendwie so diese im SMB-Gehäuse oder so, sondern nimmst du halt eben super feine Sachen, wo du differenziell reinkommst und differenziell rausgehst, was dir deine Impedanz nicht kaputt macht. Schaltungsabhängig, ganz, ganz, ganz doll zweck- und schaltungsabhängig. Eine letzte könnte man noch, ja. Genau, gerade zu der Kapazität, die dann an den Highspeed-Datenleitungen ist. Ich hatte mich vorhin etwas gewundert bei der du hattest den USB-Datenpfad gezeigt und da waren diese beiden Kapazitäten CT an D plus D minus. Genau, hier oben rechts, die beiden am USB-Controller, ja. CT. So, auf Anhieb ist mir nicht ganz klar, was die beiden Kapazitäten da sollen. Hast du da nähere Infos? Ich habe auch gerade mal die AppNote von Wirt angeschaut. Da, die gehen auf alles Mögliche ein. Die, aber nicht auf die Datenleitung. Die Common Mode Joke, die Suppressoren und so, wird alles erklärt. Aber die beiden CTs, die sind einfach so da und wird aber im Text nicht erwähnt. Genau, und mir ist nicht. Ich meine, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen Serienterminierung hat, die RTs, okay, könnte ich mitgehen. 22 Ohms. Genau, 22 Ohm irgendwie so, fair enough. Aber die beiden CT sind erstmal so unintuitiv. Ich würde sie auch nicht verwenden. Ich würde die Common Mode nehmen, je nachdem, was der Controller, der USB-Baustein haben möchte, ob der Terminierung drin hat oder nicht. Halt eben extern die 22 Ohm. Ich würde das Ganze halt eben differenziell Impedanz kontrolliert, je nachdem, wie weit das ist, routen. TVS-Dioden, je nachdem den Varistor, je nachdem, was ich vorhab. So, das würde ich machen. Ich habe in diesem anderen Board, da ist ein USB-Connector drauf, intern, den haben wir zum Debuggen verwendet. Da sind zwei TVS-Dioden drauf, aber in der Serie wird das nicht bestückt. Aber wir haben halt eben die ersten 10 davon mit dem USB-Connector bestückt, um halt eben auf eine Konsole zu kommen. Und da habe ich dann halt eben die TVS-Dioden mit drauf getan, weil sie nichts kosten und im Zweifelsfall Kopfschmerzen verhindern. Frage, schnelle Antwort. Bei der Schaltung, die mit Blitzschutz ausgelegt war, warum keine Gasentladungsröhre? Habe ich auf der anderen Seite gemacht. Burns GMOF. Das ist eine VDR mit einer Gasentladung drin.
total cooles Teil und ich wollte so wenig THT wie möglich haben. Ich wollte noch kurz zu den zwei CTs sagen. Ich nehme an, dass die niederohmig diesen Abschluss herstellen, weil diese Datenleitung vom Controller ja Eingänge und Ausgänge sind. Die können ja nicht, die haben ja keine fixe Impedanz. Also das Mikrofon bitte. Der Eingang hat wahrscheinlich keine feste Impedanz und wenn ich zwar da diese Terminatoren mache, habe ich für Hochfrequenz keine, sind die nicht gekoppelt und durch die beiden Kondensatoren koppelt man die Hochfrequenz aneinander. Ich vermute mal, das funktioniert für einen bestimmten Fall, für einen bestimmten Controller, der das halt eben so haben möchte. Andere wiederum, die haben das halt eben innen drin, ich denke da an Cypress, irgendwie die haben da, mit denen habe ich vor 1000 Jahren schon mal was gemacht, die haben das alles intern. Und damit sind wir zeitlich am Ende des Talks. Ich würde sagen, herzlichen Dank, Sarah, und nochmal einen großen Applaus. Dankeschön. Applaus